JunkFoodTaster.com, episode 2069, and this is Blair's Death Rain, the flavored jalapeno cheddar, cauldron cooked potato chips, and they have the rating medium, and you feel alive. Yeah, I'm just noticed, here's the skull, here's the teeth of the skull, and here's like the eye holes. Can you see it? Alright, and here's the fire. Go to the backside. Yeah, they have a little story. Dear Chili Paul, is there something specific about cheddar? No, I think it's always the same story. So, nutrition, you may stop the video if you're interested. Ingredients, main ingredient is potatoes, then sunflower oil, whey, salt, buttermilk, butter oil, starch, and so on and so forth. Rare sauces and snacks, Highland, New Jersey. So I think let's do it. Yeah, it's a very small pack. I don't know whether they sell big packs. I hope not. Okay, here we go. Let's do it. Right. It's not that bad. I expected worse. I think the ones last time around, which were also rated medium, were worse. It's kind of salty, I think. It's not that hot. Yeah, I think that my eyes water just a little bit, very slightly. Yeah, okay, yeah, this is obviously gourmet. If you like hot eating, then you have to, then you, obviously you know Blair Death Rain. Yeah, my throat is burning now. Okay. Yeah, what's your favorite flavor? I think if you, I think you can taste the cheese aroma as well. It's not that big. Yeah, and it's a nice potato chip. Okay, Blair Death Rain. Ist so eine schlimme Marke aus den USA. Hier steht Medium drauf. Also was hier Medium ist, würden andere als Maximum angeben. Das brennt ordentlich. Die letzten haben krasser gebrannt. Wie hießen die eigentlich nochmal? Müssen wir kurz gucken. Genau, die anderen waren Buffalo Wing. Die waren ein bisschen härter. Hatten die nicht auch so eine Art Essiggeschmack? Na egal, das sind jetzt Potato Chips, den Käse, den schmeckt man so ein bisschen, ja, brennt ordentlich. Also es hat auch vor allem so eine Langzeitschärfe, das muss man schon sagen hier. Es brennt jetzt richtig im tiefen Rachen, in der Speiseröhre oder so. Ja, ist schon heftig, nichts umsonst, nur die Warnung drauf. Ich weiß gar nicht, ob das der Gelbe auch hatte, Moment mal. Ja, und zwar ist hier so ein Totenschädel. Hier sieht man die Zähne. Und dann hier die Augenhöhle. Im Hintergrund sozusagen. Die ist mir beim letzten Mal gar nicht aufgefallen, aber beim letzten Mal war er auch da. Genau. Hier. Kann man jetzt bestimmt nicht sehen, hier waren auch Zähne. Genau. Aber da war er unauffälliger, deshalb habe ich ihn beim letzten Mal auch nicht gesehen. Ja, Standard. Die haben so eine Geschichte, ihre Firmengeschichte quasi, ist glaube ich immer dasselbe. Irgendwo steht drin, man soll das eat responsibly. Ja. Genau. Ich weiß gar nicht, Scharfesser hat sich bei mir noch nicht gemeldet. Es gibt ja wirklich Leute, die essen das so, die essen sich dann regelrecht in so eine
Rausch mit dem Zeug. Solche Wörter habe ich, von denen habe ich noch nicht gehört. In meinen Kommentaren jetzt nicht. Genau. Gut, ja, was würdet ihr sagen? Kennt ihr noch andere Marken? Was ist eure Lieblingsmarke von Blair Destrain? Ich werde auf alle Fälle auch mal die höchste Stufe irgendwann mal kaufen. Habe ich jetzt auch neulich im Angebot gesehen. Das ist ein Import-Store gekauft. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland in normalen Shops auch gibt. Keine Ahnung. Ich könnte sagen, was sie gekostet hat im Import-Store. So, also ich habe bezahlt für das Zeug 1,19 Euro. Genau. Wobei ich gar nicht weiß, ob die jetzt im Sale waren oder nicht. Leider ist auch der Shop gerade ein bisschen buggy von denen. Genau. Ja, ist halt Special-Zeug. Ich glaube, ich habe jetzt auch ein bisschen Herzrasen hier von dem Zeug. Na egal, das war die Folge. Danke fürs Zusehen.